بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine liebe Geschwister, und wir machen weiter an unserer Broschüre Schutzwall des Gläubigen. Wir sind jetzt bei Teil 5 und gehen gewisse Methoden durch, um die Seele zu schützen. Vor allem, die der Sheikh auch hier in seinem Buch erwähnt, Afkar und Dua, die wir brauchen. Und wir erwähnen auch natürlich, liebe Geschwister, Methoden, welche die Zufriedenheit Allahs sichern und die Unglücke bzw. Schlechtigkeiten zurückhalten. Der Sheikh, liebe Geschwister, erwähnt uns hier verschiedene Methoden, mehrere Methoden, wir gehen ein paar Stück durch, die die Seele schützen. Und es ist sehr wichtig, dass der Muslim sich damit beschäftigt, weil sehr oft fragen wir uns darüber, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, warum uns gewisse Sachen nicht verlassen und wie manche sagen, du bist von Unglück befallen und so. Was eigentlich gar nicht so stimmt. Es ist so, dass wir meistens immer Gutes verlangen von Allah Azza wa Jal, aber uns selbst nicht mit Gutes beschäftigen. Und wir müssen ja unsere Seele schützen. Und dafür gibt es Azkar und Dua, die wir aussprechen können, die wir sagen können, um uns eben zu schützen. Es kann ja nicht sein, dass du ein Auto verlangst, um von A nach B zu kommen, und dir ein Auto bringen lässt ohne Reifen, in dieses Auto einsteigst und denkst, dass du irgendwo hinkommst. Ja, und so ist das auch. Oder du hast ein Auto und du musst eine Fahrt vor dir nehmen, die voller Schnee ist, und du machst keine Schneeketten an den Reifen. Und du wirst nicht vorankommen. Du willst voran, aber wirst nicht so vorankommen, wie du vorankommen sollst. Und sehen wir diese Methoden auch als Schneeketten für unsere Seele, um den Sturm und diese ganze Problematiken und Prüfungen zu überstehen. Methoden, um die Seele zu schützen. Der Sheikh erwähnt hier eine Sache, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die genau diese Methoden anwenden. Ich sage nicht, dass ich diese Methoden selber anwende. Ich schließe mir sie selber vor und erinnere mich selber daran und versuche, an diese Dinge festzuhalten. Und wenn ich an meinen Alltag schaue, werde ich sehen, und ihr werdet sehen selber, dass vieles von diesen Methoden uns fehlen. Erste Methode ist das Vermehren der Koran-Rezitation und die Regelmäßigkeit darin. Eine Sache, mit der wir alle kämpfen, liebe Geschwister. Die Satane fliehen von dem Haus. In dem Haus, wo Allahs Name gedacht wird, wo der Koran rezitiert wird, die Satane fliehen aus diesen Häusern, liebe Geschwister. Die wollen nicht sich in diesen Häusern aufhalten. Deswegen müssen wir den Koran vermehrt rezitieren, regelmäßig rezitieren, und sei es am Tag zwei Versen. Wallahi billahi, mein Bruder, meine Schwester im Islam, nimm dir Zeit für zwei Versen. Weil viele sagen ja, okay, ich schließe jetzt immer zwei Seiten. Nein, Achi, lese zwei Versen. Sag, ich lese erstmal zwei Versen. Und irgendwann vermehrst du das, weil der Shaitan, la'anatullah, er weiß, wie der dich dribbelt. Er wird sagen, ja, lies zwei Seiten, lies drei Seiten. Du wirst das eine Woche machen, dann nicht mehr machen. Weil das nicht einfach ist. Erst recht in dieser Zeit, in der wir leben, wo alles schnelllebig ist. Ein Hadith von Abi Huraira radiallahu anhu besagt, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten, denn der Satan flieht von den Häusern, in welchen die Surah al-Baqarah rezitiert wird. Ein Hadith bei Sahih Muslim. Wir sehen hier, wenn du die Surah Al-Baqarah rezitierst, flieht der Shaitan. Der Koran ist Allahs Wort. Rezitiere das, was du vom Koran kannst. Und wenn du nicht rezitieren kannst, lass den Koran in dein Haus laufen. Oder lass den von jemand anders rezitieren. Oder tu ihn abspielen lassen. Immerhin. Besser, als wenn in dein Haus Musik oder andere Sachen laufen. Das Bewahren von der Regelmäßigkeit vom Aussprechen von Bismillah. Dass man im Namen Allah spricht vor jeder Tat, liebe Geschwister. Ist auch eine Methode und ein Schutz gegen die Satan, liebe Geschwister, und den Djinn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Sagen von Bismillah, bevor der Gläubige den Abort betritt, dient als Schutzschleier zwischen den Blicken der Djinn und der Geschlechtsorgane, Aura des Gläubigen. Ein Hadith bei Tirmidhi. Yani, wenn du Bismillah sprichst, bevor du dich ausziehst in deinem eigenen Haus, liegt Allah Azza wa Jal ein Schleier vor deiner Aura für die Djinn und Shayatine. Wenn du in dein Haus reingehst mit Bismillah, ist ein Schutz für dich, damit nicht Shayatine und Djinns in dein Haus kommen. Wenn du sagst Bismillah vor dem Essen, ist das ein Schutz für dich und deine Seele, dass der Shaitan nicht mit ist. Yani, das Bismillah vermehren. Und eine gute Kalima macht das Gute in deinem Haus, verbessert dein Gutes in deinem Haus. Der macht den Shaitan ganz klein. Der macht den Shaitan laut einer Überlieferung den Shaitan ganz klein. Aber ein schlechter Kalima, ein schlechtes Wort, macht den Shaitan so groß wie ein Haus, gibt es eine Überlieferung, liebe Geschwister. Deswegen vermehre das Gute
vermeide das Schlechte zu sprechen. Dann eine Methode, liebe Geschwister, die der Scheich hier auch erwähnt, ist das Beten um Segen, wenn man an sich selbst, an seinen Familienmitgliedern und an sein Vermögen etwas findet, das ihm Freude bringt. Dass man beispielsweise sagt, mein Herr, segne dies und gib keinen Schaden. Oder so wie Allah will mit dem Segen Allahs. In der Überlieferung von Amr bin Rabia heißt es, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand von euch an sich selbst, an seinem Vermögen oder an seinem Bruder etwas sieht, das ihm gefällt, so soll er für den Segen dafür bitten. Als Sunan al-Kubra, ein Hadith, liebe Geschwister, der uns ganz klar sagt, dass wenn du etwas siehst, etwas vermehrt sich in dein Vermögen zu Hause, du kriegst einen größeren Fernseher, du kriegst eine PS5, du kriegst besseres Auto, neue Türen, neue Fenster, neue Möbel, dann danke Allah und sprich dafür Segen aus und sag, oh Allah, gib mir Baraka damit und halt den Schaden davon fern. Sei dankbar und sprich Segen dafür aus, damit nicht, liebe Geschwister, wir undankbar in der Hinsicht sind und diese Sache uns ablenken lässt von dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann eine vierte Methode, liebe Geschwister, um die Seele zu schützen, ist ständiger Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'adha, liebe Geschwister, zu Allah azza wa jal. Zuflucht suchen bei Allah azza wa jal. Ibn Abbas sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ seine beiden Enkelsöhne Hassan und Hussein auf seinen Schoß sitzen und sagte zu ihnen, euer Vater Ibrahim alaihi salam pflegte für seine Söhne Ismail und Ishaq mit diesen Worten Zuflucht zu suchen. Ich suche Zuflucht bei den Worten Allahs, die immer völlig gegen jeden Satan, jedes giftige Insekt und jeden bösen Blick sind. Ein Hadith bei Al-Bukhari. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir Zuflucht suchen bei Allah, von den Shayatin und von allem Schlechten. Deswegen ist es wichtig, dass man immer bei sich stets damit beschäftigt, Zuflucht zu suchen. Ja, und dass wir auch diese Art und Weise vom Sprechen uns auch angewöhnen, uns und unseren Familienmitgliedern. Dass man nicht immer sagt, boah, krass, boah, was das denn? Und dass man am besten sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eine fünfte Methode, liebe Geschwister, die der Sheikh hier erwähnt, ist das regelmäßige Gedenken Allahs. Und der sagt, das ist notwendig. Allah Azza wa Jal sagt in seinem Buch, in Surah 2, Surah Al-Baqarah, Vers 152, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. Abdullah ibn Mosch berichtet, dass ein Wüstenaraber zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagt, O Gesandter Allahs, die Gesetze des Islams sind mir zu viel geworden. Bitte belehre mich über etwas, woran ich festhalten kann. Er sagte, achte darauf, dass deine Zunge immer feucht bleibt durch häufiges Gedenken Allahs. Ein Hadith, liebe Geschwister, bei Al-Mustadrak ala Sahihain. Und Allah sagt, dass er mit denjenigen ist, die stets und regelmäßig Allahs gedenken. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, ich erfülle die Erwartungen meines Dieners, die er in sich über mich hegt. Und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt und wenn er meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner bei mir selbst. Und wenn er meiner von einer vornehmen Schar gedenkt, gedenke ich seiner von vor einer noch vornehmender Schar. Und wenn einer sich mir um eine Handspanne nähert, nähe ich mich ihn um eine Armlänge. Und wenn er sich mir um eine Armlänge nähert, nähe ich mich ihn um zwei Armlängen. Und wenn er zu mir mit normalen Schritten kommt, komme ich zu ihm mit noch schnelleren Schritten. Ein Hadith bei Sahih al-Bukhari. Ein Hadith, der nochmal erwähnt werden muss, liebe Geschwister, um zu verstehen, was das Gedenken Allahs mit sich bringt. Das Erwähnen Allahs mit sich bringt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah sagt, das ist ein Hadith Qudsi, ich erfülle die Erwartungen meines Dieners, die er in sich über mich hegt. Allah sagt das zu uns. Und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt. Und wenn er meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner bei mir selbst. Das ist schon krass. Und wenn er meiner vor einer vornehmenden Schar gedenkt, gedenke ich seiner von vor einer noch vornehmender Schar, noch vornehmeren Schar. Und wenn er sich mir um eine Handspanne nähert, nähere ich mich ihn um eine Armlänge. Yani du nährst dich einer Handspanne, Allah Azza wa Jal nährt sich dir um eine Armlänge. Und wenn er sich mir um eine Armlänge nähert, nähere ich mich ihm um zwei Armlängen.
Und wenn er zu mir mit normalen Schritten kommt, komme ich zu ihm mit noch schnelleren Schritten. Yani, wer sind wir und wer ist Allah Azza wa Jal? Und trotzdem Allah Subhanahu wa Ta'ala kommt dir mehr und schneller entgegen, als wie wir ihm entgegenkommen. Und das ist, liebe Geschwister, ein Vorzug des Gedenkens und ein Schutz der Seele. Liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir mit Gedenken Allah Subhanahu wa Ta'ala uns sehr, sehr stark beschäftigen. Und immer wieder Allah Subhanahu wa Ta'ala erwähnen. Das regelmäßige Gedenken, sagt der Sheikh, liebe Geschwister, Allahs ersetzt für denjenigen den Lohn, der sich im Lernen aus dem Koran schwer tut. Jetzt kommt einer und sagt, ja, Achi, ich kann nicht so viel Koran lesen. Diesen Vorfall hatten wir in einem Hadith, liebe Geschwister, Sahih bei Ibn Hibban. Ein Mann kam zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, ich kann den Koran nicht lernen. Lehre mich von dem Koran etwas, wofür ich belohnt werde, Ajr bekomme. Er alaihi salatu wassalam sagte, sprich, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gepriesen sei Allah, Lob gebührt Allah, es gibt keine Gottheit außer Allah, Allah ist größer, es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Allah. Das soll er sprechen. Er hat Schwierigkeiten mit dem Koran auswendig zu lernen. Der Prophet sallam gibt ihm etwas mit, was viel Ajr mit sich trägt. Diese Gedenken. Und wir kennen die Überlieferung von Ibrahim a.s., als er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam besprochen hat und der uns empfohlen hat, der Umma empfohlen hat, dass wir in Jannah, im Paradies, weil das ein fruchtbarer Acker ist, dass wir dort, liebe Geschwister, Saat anlegen und dort, damit wir dort ernten, und solche Wörter auch mitgegeben hat. Der Mann sagte, das ist für Allah und was ist für mich? Er sagte, sprich, O Allah, vergib mir und habe Erbarmen und leite mich und gib mir Gesundheit und Versorgung. Auch eine Dua. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er hat seine Hände mit guten Khairan gefüllt. Er hat seine Hände mit guten Khairan gefüllt. Eine Dua voller Khair, Afkar voller Khair, liebe Geschwister. Und wie ich gesagt habe, liebe Geschwister, die Afkar und die Duat sind ein Grund, dass die Shayatine von dir fernbleiben, die dir Schlechtes einflüstern und dich dann in Schlechtes hineinreiten. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verdeutlichte, dass das Gedenken Allahs ein Grund dafür ist, dass der Shaitan und seine Einflüssung vertrieben werden. Weil viele sind davon geplagt. Viele Geschwister kommen und sagen, ah, ich habe starke Einflüsterungen. Ja, nee, aber meistens suchen irgendwelche Leute Ruqya und kannst du auf mich Koran lesen und kannst du mir was lesen, dass ich trinke und Habibi fillah. Ahibbati fillah. Ihr musst euren Alltag selber überprüfen. Du musst selber deine Taten überprüfen, um von sowas wegzukommen. Denn hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar in mehreren Überliefern, die wir jetzt gelesen haben, dass das Gedenken und das Erwähnen und die Dua die Shayatine vertreibt. Du brauchst nicht niemanden, der auf dich schließt. Du musst nur dich selbst verändern. Du musst dich selbst verändern. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Shaitan bindet 3 Knoten über den Nacken eines jeden von euch, wenn er schläft, und schließt jeden Knoten mit den Worten, eine lange Nacht für dich, so schlafe fest. Wenn er dann aufwacht und Allahs gedenkt, wird der erste Knoten gelöst. Wenn du aufwachst, du machst deine Augen auf und du sagst, Alhamdulillahi, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Eine Dua, wenn man aufsteht. Und wenn du nur sagst, Alhamdulillah, wird der erste Knoten gelöst. Und wenn er die Gebetswaschung, wenn du dann aufstehst und Wudu machst, wird der zweite Knoten gelöst. Und wenn er betet, dann zum Beispiel Salat al-Fajr betest, Raka'atain, erst die Sunna oder dann vielleicht sofort den Fard, wie die meisten von uns, wird der dritte Knoten gelöst. Und er geht lebensfroh und guter Dinge in den Tag, andernfalls aber geht er missmutig und voll Trägheit in den Tag. Ein Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Yani, und dann weißt du, warum manchmal wir so Trägheit und warum wir so ein schlechtes Gefühl und starke Einflüsse haben, weil wir unseren Tag gar nicht so beginnen.
weil wir das Gedenken Allahs verlassen, weil wir Allah Azzawajal nicht erwähnen, weder Koran rezitieren noch Dua sprechen, sei es aus dem Haus zu gehen, sei es auf dem Weg zur Arbeit, sei es im Auto einsteigen, sei es auf der Fahrt, sei es auf der Arbeit ankommen, sei es vor dem Essen, sei es nach dem Essen, sei es nach Beenden einer Angelegenheit, sei es das Beginnen einer Angelegenheit. Es gibt keinen Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fragen wir uns, warum es uns manchmal doch so schlecht geht. Liebe Geschwister, Allah Azzawajal macht uns klar, was die Ergebnisse sind, wenn man Allahs nicht oder selten gedenkt. Allah sagt in Sure 20, Vers 124. Wer sich aber von meiner Abmahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Ja, ganz einfach, was Allah Azzawajal sagt, wer sich aber von meiner Meinung abwendet, der wird was? Ein Leben, ein Ma'ishat Danka, ein beengtes Leben führen. Dann ist das Leben beengt. Und wir werden am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln, liebe Geschwister. Yani, es gibt viele Vorzüglichkeiten für das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sheikh erwähnt viele Sachen hier in diesem Buch. Und wir nehmen uns die eine oder die andere. Es gibt ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Al-Bukhari. Kalimatani khafifatani. Diesen Hadith hat der ein oder andere gehört, weil es einen Nasheed darüber gibt. Aber viele kennen den Nasheed, kennen aber die Bedeutung dahinter nicht. Es gibt zwei Wörter, liebe Geschwister, die sind schwer bei Allah Azzawajal, bei dem Alabama, schwer in der Waage und leicht in der Zunge. Die können einfach ausgesprochen werden, aber bringen viel, viel, viel gute Taten mit sich. Welche sind diese zwei Wörter, liebe Geschwister? Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Und glaub mir, du wirst merken, dass du am Tag die sehr wenig erwähnst. Weil die wenigsten von uns Azkar von morgens und abends machen. Es gibt ja gewisse Erwähnungen, die wir morgens, nach dem Morgensgebet oder vor dem Fajr oder abends vor dem Maghrib oder nach dem Maghrib-Gebet machen. Und in diesen Afkar ist das festgehalten. Aber die wenigsten von uns erwähnen das, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Worte leicht auszusprechen, aber von großem Gewicht in der Waagschale des Dieners am Tag der Auferstehung. Gelobt sei Allah und sein ist aller Preis. Gelobt sei Allah, der Allmächtige. Ja, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman. Zwei Wörter, die sind leicht auf der Zunge, schwer in der Waagschale, beliebt bei dem Alabama. Ein Hadith bei Al-Bukhari. Andersmals, liebe Geschwister, ist der Dhikr gewaltiger, liebe Geschwister, als wir denken. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt in der Hadith bei Sahih Muslim, die Worte der Lobpreisung Allah, Subhanallah, des Dankes an ihm, Alhamdulillah, der Verherrlichung seiner alleinigen Gottheit, La ilaha illallah, und der Anerkennung seiner unvergleichlichen Größen, Allahu Akbar, sind mir lieber als alles unter der Sonne. Der Dhikr gewaltiger als die Erde, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte auch, ist jemand unter euch nicht fähig, sich täglich 1000 gute Taten zu verdienen? Einer der Anwesenden fragte, wie kann man dies täglich verdienen? Er sallallahu alaihi wasallam erwiderte, man verrichtet 100 Mal Tasbih, Subhanallah, und somit verdient man 1000 gute Taten oder 1000 seiner Sünden werden ihm erlassen. Hadith bei Sahih Muslim. So ist die Religion und das sind die Vorzüglichkeiten der Afkar und die Vorzüglichkeiten, die einer besitzt, wenn er Allah Azzawajal gedenkt. Und das und viel, viel mehr. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt zu einem seiner Gefährten, soll ich dich nicht auf einen der Schätze des Paradieses aufmerksam machen? Ja, wir suchen Al-Jannah. Jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in Hadith bei Al-Bukhari zeigt uns, wo die Schätze des Paradies sind. Wo ist der Schatz von Jannah? Ich erwiderte, Bala, doch, bitte, o Rasulullah. Er sagte, La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft außer durch Allah. Das ist ein Schatz von Jannah. Diese Aussage, liebe Geschwister. Diese und viele mehr, liebe Geschwister, sind Vorzüglichkeiten
der Afghar. Weil wir haben gesagt, das Erwähnen von Allah, die Dua, sind Methoden, um die Seele zu schützen. Und es schütze nicht nur die Seele, es bringen noch Vorzüglichkeiten mit sich. Das ist Allahs Barmherzigkeit. Das ist Allahs Barmherzigkeit, dass er uns Dinge gibt, die schützen uns vor Shayatine und Djinn und schlechtes und verengtes Leben, beengtes Leben, aber gleichzeitig belohnt uns das Ganze auch nochmal. Das werden wir nie verstehen, aber das ist die Rahma von Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Geschwister im Glauben, erwähnen wir noch ein paar Methoden, welche die Zufriedenheit Allahs sichern und die Unglücke bzw. Schlechtigkeiten zurückhalten. Eine Sache, liebe Geschwister, ist, dass man viel um Vergebung bittet und ständig um Vergebung bittet. Der Hauptgrund für die Unglücke und Schlechtigkeiten sind die Sünden und die schlechten Taten des Dieners. Allah sagt das deutlich in Surah 42, Vers 30. Und was immer euch an Unglücken trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben, und er verzeiht vieles. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns die Wichtigkeit der stetigen Bitten um Vergebung, indem er sagte, wer stets Allah um Vergebung bittet, dem zeigt Allah bei jeder Bedrängnis einen Ausweg auf. Er spart ihn jegliche Sorge und beschert ihn um Versorgung in der Weise, von der er nie gewusst und mit der er nie gerechnet hat. Ein Hadith bei Al-Mustadrak ala Sahihain. Yani, die ständige Vergebung, liebe Geschwister, das ständige Bitten um Vergebung ist ein Ausweg aus dem Drangsal, ein Ausweg aus der Problematik, liebe Geschwister. Du darfst niemals aufhören, um Vergebung zu bitten, egal wie tief du, wenn man das so sagen dürfen, in der Kacke steckst. Egal wie tief, egal wie Mist die Lage ist, wie miserabel die Lage ist, hör auf, beziehungsweise hör nie auf, um Vergebung zu bitten. Du hast gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer stets Allah um Vergebung bittet, dem zeigt Allah bei jeder Bedrängnis einen Ausweg. Und wenn du ein Bedrängnis hast, bitte um Vergebung, weil meistens verlaufen wir in Bedrängnisse und in Problematiken, weil wir uns die selber so gemacht haben aus unserer eigenen Hand, weil wir uns für dumme Dinge entschieden haben, für falsche Wege entschieden haben. Deswegen, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig. Allah sagt auch in Surah 71, Vers 10 bis 12. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergeben. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhne unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Surah 71, Vers 10 bis 12. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ständig um Vergebung bitten. Es ist wichtig, dass wir ständig um Vergebung bitten. Und auch wenn wir erinnern uns, wir haben ein Beispiel in Propheten, wie die Dua von Yunus alayhi salam bei Surah 21, Vers 87, sagt Allah Azza wa Jal, und auch den Mann mit dem Fisch, Yunus, als er entzürnt wegging, da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Finsternissen, es gibt kein Gott außer dir. La ilaha illa ent. Preis sei dir, Subhanak, inni kuntu minna zalimin. Gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten. Er preiste Allah Azza wa Jal und bestätigte, dass der zu den Ungerechten gehört. Das ist eine Art der Vergebung, liebe Geschwister, der Erwähnung, die er gemacht hat. Und Allah Azza wa Jal rettet ihn aus dem Bauch des Wales, aus dem Bauch dieses Fisches. Diesem Propheten Yunus alaihi salam. So ist es auch diese Dua für uns wichtig, wenn du dich in Drangsal befindest, wenn du dich in Problematik befindest, dass du vielleicht genau diese Wörter von Yunus alaihi salam aussprichst. Man soll Allah auch in den guten Zeiten erkennen, sagt der Sheikh, und dies dadurch bestärken, indem man ihm Dankbarkeit erweist, ihm gedenkt und ihm redlich dient. Abu Huraira radiallahu an sagte, wen es erfreut, dass er in Not und Elend erhört wird, der soll viele Bittgebete sprechen, wenn es ihm gut geht. Das ist ein Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, im Guten sowie im Schlechten. Auch sehr wichtig, weil viele erinnern sich an Allah und gedenken Allah, wenn es nicht schlecht geht, und vergessen Allah, wenn es ihm gut geht. Warum? Darum sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam,
Wen es erfreut, dass er in Not und Elend erhört wird, der soll viele Bittgebete sprechen, wenn es ihm gut geht. Hadith bei Al-Mustadrak al-Sahihain. Auch ein Hadith, der authentisch ist, liebe Geschwister. Und im Hadith von Ibn Abbas heißt es, radiallahu anhu, mache dich vertraut mit Allah im Überfluss, dann kennt er dich im Elend. Auch ein Hadith bei Al-Mustadrak. Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Das heißt, einmal, wir sollen um Vergebung bitten, stets und ständig. Ständig und nie offen, um Vergebung zu bitten. Wir sind fehlerhafte Geschöpfe. Und diese Vergebung rettet uns aus dem Drangsal, hilft uns aus diesen Schlechtigkeiten, in die wir reingelaufen sind. Dann aber auch, liebe Geschwister, sollen wir Allah erwähnen und danken und um Vergebung bitten und an ihn denken, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Beziehungsweise erst recht, wenn es uns gut geht. Weil meistens im Leben geht es uns besser, viel, viel länger besser, als wie es uns schlecht geht. Deswegen vergiss dein Herr nicht. Ich muss hier eine Erzählung erwähnen mit einer Person, mit der ich gesprochen habe, die Krebs hatte. Kehlkopfkrebs. Und zu mir kam und sie mit mir sprach. Und die Person sagte, ich habe Kehlkopfkrebs bekommen und ich habe mein Leben verändert. Auf das, was ich habe, auf die Krankheit, die ich bekommen habe. Und habe gemerkt, ich hatte Allah vergessen. Und natürlich, liebe Geschwister, wenn Drangsal kommt, wenn ein Unglück uns trifft, wenn uns Prüfung trifft, dann wir wissen, wir kehren zu Allah zurück. So, diese Person erwähnte dann Allah Azzawajal und die wusste, jetzt den Menschen wird das klar. Das ist, was wir immer sagen, ja, wenn das Flugzeug abstürzt, jeder ist gläubig. Ich habe eben noch ein Video gesehen, wo eine Person aufgenommen hat, starke Turbulenzen und alles ist hoch und runter geflogen und du hast sofort in dem Moment direkt eine Frau gesehen, wie sie betet. Die meinte, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala angefangen anzubeten, ich habe mich bedeckt, ich habe dies und jenes gemacht, bis Allah azawajal Heilung geschickt hat. Sie wird geheilt und er hat gesagt, da verging nicht viel Zeit und ich habe Allah vergessen und habe nichts mehr gemacht. Weder gebetet, noch irgendwas. Dann hat die wieder natürlich sich dem Leben gegeben. Weil das Leben ist blendet stark und lässt uns vergessen. Danach kam wieder Krankheit. Und sie hat gesagt, jetzt gedenke ich wieder Allah. Und das ist das Problem. Wir dürfen Allah nicht im Guten vergessen. Wir müssen immer an den denken. Immer. Stets um Vergebung bitten. Stets dankbar sein. Stets erwähnen. Unser Alltag, unser Leben damit beschmücken. Liebe Geschwister, es kann nicht sein, dass wir uns stets mit anderen Dingen beschäftigen, viel mehr als mit der Religion und Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sterben, gibt es keine Zeit mehr dafür. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein anderer Punkt, liebe Geschwister, die Sorgen der Muslime nehmen und ihre Bedrängnisse erleichtern, sagt der Sheikh. Das ist auch eine Methode, liebe Geschwister, welche die Zufriedenheit Allahs sichert und uns von Schlechtigkeiten zurückhalten. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer möchte, dass seine Bittgebete erhört werden und seine Sorgen vermindert werden, soll jemanden eine Sorge dieser Welt nehmen. Ein Hadith bei Musnad al-Imam Ahmed. Möchtest du, dass deine Sorgen, dass deine Dua akzeptiert wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, erhört wird und dass deine Sorgen vermindert werden, sollst du jemanden eine Sorge dieser Welt nehmen. Deswegen, wenn ein Bruder dich anruft oder eine Schwester und eine Sorge mit sich trägt, versuch, wenn du kannst natürlich, diese Sorge zu erleichtern, wegzunehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Was mir passiert ist, und ich sage es nicht, um zu sagen, dass ich immer so reagiere, aber an dem Tag habe ich so reagiert. Ich war unterwegs, gestresster Tag, gekündigt geworden. Also ich bin gekündigt worden vom Job, ich hatte keinen Job mehr. Hatte einen gestressten Tag, musste Medikamenten holen für zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe Medikamenten holen, dann setze ich mich hin und ruhe mich ein bisschen aus, mache einfach so gar nichts. So ein bisschen Sonne draußen, kann man so den Tag ein bisschen zu Hause genießen oder im Garten. An einem Tag, wo ich nichts vorhatte, weil mich sowieso das Ganze mit der Kündigung und so beschäftigt hatte. Weil danach muss man wieder einen neuen Job suchen, den neuen Chef erklären, dass man betet, dass man zum Jumma geht etc. Ich bin in der Apotheke und kaufe Medikamente, gehe ins Auto rein und kriege einen Anruf von einem Bruder. Salam alaikum, Bruder. Ich ziehe gerade um und ich habe wirklich keinen da, außer eine Person.
Und es ist ein, zwei Zimmer. Es war am Ende mehr, aber ist nicht schlimm. Bitte, es wäre super, wenn du mir helfen konntest. Bei Allah, für Sabilillah, wenn du mir helfen kannst, so für Allah helfen kommen kannst, so ja, wie man das sagt. Ich kann mich jetzt nicht genau auf sein Wortwahl erinnern, aber der hat mich einfach um Hilfe gebeten. Für den Umzug, mitten an einem sonnigen Tag. Wallah, Bock null. Ist klar, wer kriegt einen Anruf vom Umzug und du freust dich? Ich kenne Leute, die hassen Umzüge. Abgrundtief. Die sind nicht erreichbar, wenn jemand umzieht. Und ich habe schon einen Moment gedacht und genau ist mir das in Erinnerung gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du jemand eine Sorge nimmst, Allah nimmt deine Sorge. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich gehe ihm helfen, basierend auf diesem Hadith, weil ich weiß, wenn ich meinem Bruder jetzt seine Sorge nehme, weil ich habe seine Sorge aus seiner Stimme herausgehört, nimmt Allah vielleicht meine Sorge. Uqsimu billah. Yani, ich schwöre bei Allah dem Händler, weil keine Märchen. Ich fahre zu dem Bruder und er hat gesagt, ich bin nur ich und noch ein Bruder da und seine Frau. Ich fahre zu diesem Bruder, um dem zu helfen. Komme da rein, sehe, dass das viel mehr sind als zwei Zimmer, aber ich denke mir, okay, khair. Ich bin jetzt gekommen, ich helfe ihm. Und der Bruder, der mit denen da war, war der Sebeb, dass ich dann, beziehungsweise durch ihn, habe ich dann einen neuen Job gefunden. Wir haben so gesprochen während dem Umzug und er hat gesagt, ja, ich arbeite da, wir suchen gerade Leute, ein angenehmer Job sogar, vernünftig bezahlt. Der meinte zu mir, hey, komm, ich rede mit dem Chef, dies, das. Yani, subhanallah, yubhamdi, subhanallah, al-azim. Ich habe die Sorge dieses Bruders erleichtert und Allah hat meine Sorge erleichtert. Das ist Islam, liebe Geschwister. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist die Wahrheit. Auch wenn manche es nicht verstehen wollen, liebe Geschwister. Deswegen, willst du Erleichterung in deiner Sorgen, nehme die Sorgen der Muslime weg. Ein anderer Punkt, den der Scheich erwähnt, liebe Geschwister, ist das Vermehren von Almosen, Sadaqa, und den guten Taten. Denn diese werden mit der Erlaubnis Allahs die Unglücke vermeiden und die Prüfungen erleichtern. Von Anas bin Malik radiallahu an wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Almosen löscht den Zorn des Herrn und wehrt den üblen Tod ab. Sahih bei Ibn Hibban. Muaz ibn Jabal berichtete, ich sagte, O Gesandter Allahs, unterrichte mich über eine Tat, die mich in den Paradiesgarten bringt und mich von Höllenfeuer trennt. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, du hast nach etwas Bedeutsamen gefragt. Also das ist ein bedeutsamer Hadith jetzt. Jetzt müssen wir aufmerksam zuhören, liebe Geschwister. Und dennoch ist es ein leichtes für den, dem Allah, der Erhabene, es leicht macht. Diene allein Allah und geselle ihm nichts bei. Verrichte das Gebet, entrichte die Zakat, faste im Ramadan und wallfahre zum Hause. Dann sagte er, soll ich dir nicht die Pfoten des Guten zeigen, sallallahu alaihi wasallam? Das Fasten, es ist ein Schutz und das Almosen, es löscht die miese Tat, wie das Wasser das Feuer löscht. Und das Gebet eines Menschen mitten in der Nacht. Dann rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, ihre Seiten, ihre Körper weichen von den Schlafstätten zurück. Bis er die Stelle erreichte, was sie zu tun pflegt. Dann sagte er, soll ich dir nicht über den Anfang der Sache berichten, über ihre Säule und ihre höchsten Gipfel? Ich sagte, gewiss, o Gesandter Allahs. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, der Anfang der Sache ist der Islam. Ihre Säule ist das Gebet und ihr höchster Gipfel ist die Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir mitteilen, wodurch du zu all dem imstande bist? Ich sagte, gewiss, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Da ergriff seine Zunge und sagte, halte dich damit zurück. Möge Allah uns vergeben, liebe Geschwister. Ich sagte, o Prophet Allahs, werden wir getadelt werden wegen dem, was wir mit ihr sprechen? Er, alaihi salatu wassalam, sagte, dass deine Mutter dich verliere, ein Ausdruck des Unwillens. O Muaz, was stürzt denn die Menschen nieder in das Feuer? Oder er sagte, auf ihre Nasen, außer der Ernte ihrer Zungen. Ein Hadith bei Sunan at-Tirmidhi. Geschwister im Islam, ein sehr langer Hadith, bedeutsamer Hadith. Hier erklärt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir das Paradies erreichen, vom Höllenfeuer entfernen. Was
die Säule, was der Anfang der Sache ist, was die Säule ist und was der Gipfel ist. Und vor allem, liebe Geschwister, von was wir uns fernhalten sollen. Ein anderer Punkt, den der Scheich erwähnt, liebe Geschwister, ist das Zusammenhalt der Verwandtschaftsbande. Dadurch, dass man die Familie besucht und nach ihren Bedürfnissen fragt. Auch eine sehr wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt in Surah 47, Vers 22 und 24. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Da sind diejenigen, die Allah verflucht. So macht er sie taub und lässt ihre Augenlicht erblinden. Denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach oder sind an diesem Herzen deren Versregelungen angebracht? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt nichts im Gehorsam Allahs, was Allah schneller belohnt als das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Und es gibt nichts, was Allah schneller bestraft als die Gewalttätigkeit und das Zerreißen der Verwandtschaftsbande. Und der falsche Eid lässt die Häuser veröden. Allah nimmt den Segen wegen dem falschen Schwur aus den Häusern. Ein Sunnah bei al-Bayhaqi. Yani, Verwandtschaftsbande pflegen, liebe Geschwister. Und das ist ein Punkt, den wir auch erwähnen müssen. Was der Sheikh zu Recht erwähnt. Es vermehrt das Gute in dir, es hält dich vom Schlechten ab. Es hält das Schlechte von dir ab. Es belohnt Allah, sagt, wenn du das pflegst, belohnt er es sehr schnell. Wenn du es brichst, bestraft er es sehr schnell. Genauso, wenn du ein falsches Schwur gibst, falsches Wort abgibst, dann kommt das Schlechte von deinem Haus raus. Yani, Allah nimmt den Segen, den Baraka aus deinem Haus raus. Und was willst du machen, wenn Allah in einer Sache keine Baraka gibt? Glaub es mir, du kannst dich so sehr anstrengen, alles so sehr schmücken, alles sehr so schön machen und so viel mitgeben und mitbringen in dein Haus. Wenn kein Baraka da ist, hast du davon gar nichts. Deswegen der Zusammenhalt der Verwandtschaftsbande, liebe Geschwister. Besucht eure Eltern, besucht eure Verwandten. Wenn du ein Muslim bist, der eine muslimische Herkunft hat von Anfang an und Verwandte hat, die Muslime sind, besuche sie. Und selbst wenn es keine Muslime sind, versuch den Kontakt zu bewahren und zu behalten und aufrechtzuerhalten. Soweit wie es möglich ist. Wir leben auch in 2023, Jani. Es gibt heutzutage Mittel, um Verwandtschaftsbande in Kontakt zu halten. Viel einfacher als früher. Stell dir mal vor, du musstest zu jedem reisen oder jeden besuchen. Heutzutage kannst du auch die Verwandten im Ausland anschreiben. Ab und zu geht die mal durch, ganze Cousins, Cousinen, Salam, wie geht's? Wenn das keine Muslime sind, hi, wie geht's? Alles gut bei euch? Wie geht's euch? Alles in Ordnung? Yani, die schätzt, glaub es mir, das ist auch eine Art der Dauer am Ende des Tages, liebe ich, wenn du das so sehen möchtest. Wenn die dieses Verhalten von dir sehen. Weil der Islam bringt dir nur gutes Verhalten mit. Und vor allem ist es ein Lohn, der sehr schnell von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Der Sheikh erwähnt einen weiteren Punkt, liebe Geschwister, für die Methode, die Schutz bringen bei Allah, die Sicherheit und Zufriedenheit Allahs erreichen, dass Allah zufrieden mit uns ist und Allah uns Sicherheit gewährt und natürlich das Schlechte von uns meidet. Vermeiden, den Menschen Unrecht zuzufügen und ihnen zu schaden. Genau das Gegenteil von dem, was wir eben gelesen haben, nämlich die Sorgen von jemand wegzunehmen. Das Bittgebet des Unterdrückten wird auf den Wolken getragen und dafür werden die Himmelstore geöffnet und der gesegnete und erhabene Herr Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei meiner Macht, ich werde dir helfen und wenn es auch nach einer kurzen Weile ist. Ein Hadith bei Sahih ibn Hibban. Auch wenn sich die Strafe des Ungerechten verschiebt, so wird sie ihn doch gewiss treffen. Abi Musa radiallahu anhu berichtet, dass er gesagt, sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah gibt auch den Tyrannen Unterdrücker einer Frist, aber wenn er ihn bestraft, lässt er ihn nicht entkommen. Hadith bei Al-Bukhari. Dann rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surah 11, Vers 102. So ist der Griff deines Herrns, wenn er die Städte ergreift, während sie Unrecht tun. Gewiss, sein Griff ist schmerzhaft und hart. Deswegen begehe Menschen nicht Unrecht, unterdrücke Menschen nicht. Und das an viele Muslime, die Menschen unterdrücken. Die gehen zum Menschen, verlangen von dem Geld, Schutzgelder, dies Gelder, jenes Gelder und unterdrücken den Mensch. Sein Bittgebet wird in den Wolken getragen, alle Himmelstore werden eröffnet. Und Allah sagt, ich werde dir helfen, gewiss, ich werde dir helfen. Deswegen sei vorsichtig von dem Bittgebet des Unterdrückten. Unterdrücke die Menschen nicht.
behandle sie nicht schlecht, tu ihnen nicht Unrecht, denn Allah Azzawajal bestraft diese Person. Dann, liebe Geschwister, erwähnt der Scheich das Ersuchen von Zuflucht bei Allah, indem man regelmäßig Bittgebete an ihm richtet und sich ihm ausliefert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sure 40, Vers 60, Euer Herr sagt, ruf mich an, so erhöhe ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werde ich in die Hölle gedemütigt eingehen. Yani, wir sehen, dass die Hochmut ins Verderben führt. Deswegen sei nicht hochmutig auf dieser Erde. Denke nicht, du kannst ohne Allah, dass du nichts um etwas bittest. Habib sagte einst in einem Interview, dass jemand, der reich ist, der viel Geld besitzt, auch diese Fitna hat. Nämlich, dass der nicht denkt, dass der Dua machen muss. Warum? Weil er sich alles erleisten kann. Der kann sich alles erbringen. Er braucht Auto, er holt sich Auto. Er braucht einen Arzt, er holt sich den besten Arzt. Er braucht Essen, er holt sich das beste, gesundeste Essen. Haus, Haus. Somit vergisst er vielleicht das Bittgebet und die Dua zu Allah subhanahu. Deswegen erwähnt das Allah azawajal. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, sei nicht hoch. Das ist eine Art der Hochmut. Wenn du denkst, du brauchst Allah nicht. Ohne Allah bist du nichts. Egal wie viel du besitzt, denn bei Allah bist du arm. Ohne ihn hast du verloren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Geehrteste bei Allah ist das Geehrteste bei Allah ist das Bittgebet, Ad-Dua. Auch ein Sahih bei Ibn Hibban, liebe Geschwister. Und Thauban berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich dem Mann werden die Gaben wegen einer Sünde, die er beging, vorenthalten. Und das ihm vorherbestimmte kehrt nur zu ihm zurück, wenn er Bittgebete spricht, und es wird nicht mehr außer durch Glaube und Gehorsam. Deswegen, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, dass man immer, und was wir auch erwähnten als Methode für Schutz der Seele, Zuflucht bei Allah sucht, aber auch Dua bei Allah macht und sich immer denen auslief, dass man sagt, ja Allah, bitte hilf mir, gib mir, schütze mich, ich suche Zuflucht bei dir. Bruder und Schwester, egal wie viel Geld du besitzt, egal wie viel Gutes du hast, egal wie viel du von dieser Dunya hast, brauchst du Allah subhanahu wa ta'ala. Lass dich nicht Hochmut überkommen, dass du denkst, du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala, denn das Bittgebet ist die Waffe des Gläubigen. Denn das Bittgebet ist die Waffe des Gläubigen, liebe Geschwister, der dadurch seine Versorgung erhält und die Prüfungen vermeidet, bevor sie eintreffen, sie erleichtern oder sie vollkommen aufheben, nachdem sie auf die Diener hinabgesandt wurden. Von Aisha radiallahu anha, Mutter der Gläubigen, wird berichten, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith bei Al-Mustadrak al-Sahihain, Vorsicht bewahrt nicht vor der Vorherbestimmung, und Dua hilft gegen das, was einen bereits ereilt hat oder noch auf ihn herabkommen wird. Und wahrlich, die Prüfung kommt herab und trifft auf das Bittgebet und sie heben sich auf bis zum Tag der Auferstehung. Nie von der Dua ablassen, liebe Geschwister. Es hält auf, was passiert ist, bis hin, was auf dich treffen sollte. Ad-Dua, yani. Das ist die Stärke der Dua. Das ist die Stärke der Dua. Das ist eine Waffe für dich, auch für das, was auf dich schon bereits getroffen ist und auf das, was auf dich hinabkommt. Allah Azza wa Jalla hat das so gemacht als Regel. Die Dua kann gegen das Vorherbestimmte kämpfen dann. Deswegen nutze die Dua. Sei nicht von denjenigen, die nicht Allah Ta'ala um etwas bitten. Denn wenn Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, bittet mich, ich will eure Bitte erhören. Was sollen wir noch machen? Was soll dir noch gesagt werden? Es ist kein Hadith, es ist eine Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Zeichen, ein Wort von Allah azza wa jal, Kalamullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Was willst du noch hören? Soll Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Engel schicken, dass der es dir spricht, und glaub es mir dann, wenn du dann nicht machst, was denkst du, wie die Strafe sein wird? Aber so ist der Mensch ja nicht. Deswegen, mein Bruder und meine Schwester, am Ende dieses Podcasts über den Schutzwall des Gläubigen, den wir brauchen, den Schutzwall, den wir aufbauen müssen, für Bedrängnisse, für Prüfungen, für Schlechtigkeiten, für Unglücke, die uns treffen, bleibt bestehen. Und wenn ihr die anderen Podcasts gehört habt, immer wieder dasselbe, das Erwähnen und die Dua und der Zuflucht bei Allah Azza wa Jal, sowie die Dankbarkeit. Egal, ob es dir gerade gut geht oder schlecht geht, erwähne Allah, liefert dich aus.
kapituliere. Werf dich nieder und kapituliere, mein Bruder, meine Schwester. Hat dich gerade eine Prüfung getroffen, kapituliere bei Allah subhanahu wa ta'ala. Werf dich nieder an die nächste Stelle, wie wir kennen vom Hadith, im Sujud und kapituliere und sag, ja Allah, bitte hilf mir, ich kann nicht. Gib mir, bitte mach es mir leicht. Bitte nimm es weg und glaub es mir, Bruder. Und glaub es mir, Schwester, Allah azza wa jal ist da und hört dir zu und wird dir helfen. Denn Allah sagt zweimal im Koran, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, wahrlich nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Die Mufassirun sagen hier ganz klar, mit der Erschwernis ist die Erleichterung erschaffen, nur das eine kommt, das andere danach. Allah azza wa jal hält die Erleichterung und dann bringt er dir die. Und so wie es auch dunkle Tage gibt, gibt es auch irgendwann dann wieder helle Tage. Nur, vergiss nicht, was haben wir heute gelernt und gehört zum Schutzwall, sei weiterhin dankbar und bitte weiterhin um Vergebung und mache weiterhin Dua und erwähne weiterhin Allah subhanahu wa ta'ala. Dies sind die Methoden, liebe Geschwister, zum Schutz der Seele, der Erreichung der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, die Sicherheit, die wir brauchen und das Entfernen von Schlechtigkeiten, liebe Geschwister. Und bi'idhnillahi ta'ala sprechen wir nächstes Mal, liebe Geschwister, wie wir uns darin verhalten und beenden auch diese Broschüre. Wa barakallahu fikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.